Hi, es kommt mir willkommen zurück zu einem weiteren wundervollen Horrorspiel. Das hier ist Night Signal. Das ist das erste Projekt von dem Team oder von, ich glaube, es ist ein Team gewesen, was Home Safety Hotline gemacht hat. Und ich meine, das Team heißt sogar Night Signal Studios oder sowas. Das hier kam vor 1,5 bis 2 Jahren raus. Und ich hatte es, glaube ich, seit Release auf der Wishlist. Und ich meine, ziemlich genau danach hat es mir auch ein Zuschauer geschenkt. Also, falls ihr besonders hier sieht, Dankeschön dafür nochmal. Wir spielen es endlich. Und ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie halt Teams, die ein Spiel gemacht haben, was wir prinzipiell sehr cool fanden, vorher für Sachen gemacht haben. Weil meistens ist es ja immer so eine gewisse Handschrift, die wahrscheinlich auch schon im Vorfeld natürlich zu sehen war. Ich muss hier mal ein bisschen. So. Was halt, ob sie ihre Handschrift dann schon in ihrem Erstlingswerk gezeigt haben. Und, seit circa 1/2 Stunde bis Stunde oder sowas gehen, also bei uns wahrscheinlich 2,5 Stunden. Hat nur 30 Reviews oder so. Scheint ein kleiner Geheimtipp zu sein, aber sitzt aktuell, glaube ich, auf 87% positiv. Ich habe jetzt tatsächlich keine der Reviews gelesen. Ich weiß, ich habe sie damals ein paar Mal gelesen. Ich glaube, Leute mochten es sehr. Wir werden sehen. Okay. Was auch immer wir in unserem unterbewussten Verstand einpflanzen und mit Wiederholung und Ernährung füttern, wird langsam zur Realität werden. Kann ich mich bewegen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich meine, das Einzige, was ich storytechnisch weiß, glaube ich, auf der Homepage, der Steam-Page stand, war, ich glaube, ich bin ein Charakter, der irgendein komisches TV-Set bekommt oder so und dann damit seltsame Sachen macht. Und ich meine, das Spiel soll einen sehr weirden Claymation-Look haben. Also so knetemäßig halt und so. Und ich habe es, glaube ich, schon mal vor längerer Zeit. Es muss schon ein paar Jahre her sein, dass ich das letzte Mal erwähnt habe. Okay, nichts draußen. Claymation ist irgendwie. Ne, Claymation sogar. So, die Mischung aus Stop-Motion und Claymation ist irgendwie ein Effekt, der in mir irgendwas Unangenehmes auslöst. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber ich glaube, das ist das, was Leute in wahrscheinlich einem stärkeren Maße fühlen, wenn sie. Ach Gott. Trypophobie, glaube ich. Das mit den, wenn man kleine Löcher in Dingern sieht oder in Haut, diese kleinen Lotusblütenlöcher, dass man dann halt so ein richtig unangenehmes Gefühl im Brain bekommt und die Haut anfängt zu jucken und sowas. Das ist so eine kleine Phobie. Ich glaube, ich habe so eine kleine Aversion gegenüber Claymation und Stop Motion. Ich kann nicht sagen, warum. Wenn ich raten müsste, wahrscheinlich, weil ich als Kind irgendwie, vielleicht irgendwie nachts, keine Ahnung, wie man es halt kennt, auf Comedy Central oder MTV oder was auch immer damals, irgendwelche komischen Kunstprojekte gesehen hat mit 8 oder 9 oder sowas, die man gruselig fanden. Vielleicht behält man seine Erinnerungen und findet den unangenehm oder so. Aber ich finde Stop-Motion und Claymation prinzipiell immer sehr unangenehm. Ich fand auch aus irgendeinem Grund sowas wie Wallace und Gromit. Ich kann natürlich nachvollziehen, warum das fantastisch ist, aber ich fand es immer ein bisschen unangenehm anzusehen. Ich weiß nicht, was daran ist. Okay, wir haben. Oh, manipulate the antenna to find a signal? Ja, yeah, left, right, click, change, bla bla bla. Okay. Robbie, where'd you put my car keys? I put them in the kitchen, my darling. The fog space. A space between all known reality. A place where nothing is what it should be. A place where science is always lost and faith always misplaced. You sure? Welcome back to Brain Tease, America's favorite trivia show. I'm your host, Humphrey Winters. I'm here with today's contestant, Mark. Boah, die Gesichter auch schon, ey. Okay. Let's get into it. Contestant, your next question is, who first discovered the technological capabilities of lunar dust in 1960? Howard Hinneker? Correct! Okay, finde ich gut. Man merkt auf jeden Fall, ja, die Art der Stimme- und Soundverarbeitung ist die gleiche, wie sie in Home Safety Hotline gemacht hat. Oh, News, die will ich sehen. Ja, das ist das gleiche von dem Prank-Anrufen aus Home Safety Hotline. Das ist so eine sehr ähnliche Stimme. Ich bin Benson Brown und das ist Channel One News. Today's big story is about the latest innovation in technology, the brand new Hinneker television set. You have no doubt heard about these new devices, as they have skyrocketed off store shelves and into the homes of Americans everywhere.
Why isn't ordinary television so popular? Well, convenience is key, it seems, as this set comes with a state-of-the-art remote dial that lets you access your channel dial from anywhere in your home. Between the remote dial and that crystal clear picture, it's no wonder that this is a must-own item for every household. Just make sure to turn it off after midnight. As the manufacturer does warn, there are still some kinks to work out when the network stops broadcasting each night. And now, a word from our sponsor. Okay. Gosh, I need to get to so work Gremlins-mäßig, man muss ab Mitternacht den Fernseher ausschalten, den alle bekommen haben. War Hinnekamp nicht der gleiche Name, den wir eben bei der Quiz-Sendung hatten? Dass der irgendwas mit Mondstaub gefunden hat oder so? Ah, das sind alle Sender, okay. Kann ich hier... Nee, das ist schon richtig so. Okay, wir gehen mal alle durch in allen Kombinationen. Okay, es geht nur mit der Ausrichtung, ne? Ja. Okay, das ist die Quiz-Sendung. Okay, es startet jedes Mal von vorne, wenn wir umschalten. Also sollten wir vielleicht mal eine Sendung durchgucken? Corkies! Dude, where's my car? Kann ich das lesen? Ja. Ja. Glückwunsch, neue Hinnekamp Television-Paket. Du hast bekommen Remote Dial Television Antenna Set. Ja, wer das? Okay, wir können die Station ändern, klar. Die Antenne verändern, falls das Bild nicht richtig ist. Warning, Antenna do not operate correctly at night. Ja, ja. Okay. Das gleiche, was die uns quasi gerade in der Werbesendung gesagt haben. Okay, da gucken wir es mal an. Ist Amerika der Sponsor? This concludes our broadcast day. Okay. TV-Zeitschrift, 1963 Edition. Ah, ja, Mann, danke. Warte mal, ich sehe da ein bisschen was. 2 Uhr, 4 Uhr, 12 Uhr. Aha. Moment, Seite 17. Watch the signals. Ah, das ist die Antennenposition, die ich benutzen soll. Okay, links, Mitte, rechts, normal. Okay, links, Mitte. Kann ich es irgendwie direkt auf die letzte Seite springen? Okay, links, Mitte. Ups. Hold release spacebar search. Ein neuer TV-Guide-Entry ist gekommen. Moment. Watcher's Eye. Okay. A night dedication? Was meine ich damit? To eyes everywhere. Okay, sein Blick. Okay. Sehr kultmäßig beschrieben. Okay, sein Blick bringt eine Menge Pep, also ja, Energie und ein Herz des Verstandes in jeden Haushalt. Dessen Energie ist deine zu tragen, also zu führen. Schau dir das Auge des Beobachters an und alles ist eine Möglichkeit. Sei willkommen, Beobachter. Betrachter. Okay. Ich meine, hier sind oben jetzt schon wieder diese komischen... Gerade, weil... Oh Gott, ich könnte wahrscheinlich viele komische Kombinationen von Sachen probieren, ne? Okay, wie machen wir das jetzt? Machen wir jetzt erstmal, dass das auf der hinteren Seite stand? Das hier?
Oder sind das einfach verschiedene. Vielleicht geht es nicht um die Abfolge von denen, sondern wir müssen einfach auf jeder der Verbindung eine Sache finden. Dann machen wir vielleicht erstmal das weiter, was wir gerade bekommen haben. Gerade. Oder sind das die gleichen, die hinten stehen? Ne, das ist eine andere Abfolge, ne? Okay, wir gucken mal, was passiert, wenn wir einfach welche ändern. Nee, das ist es nicht. Okay, dann machen wir mal die Folge, die hier steht. Oh. Okay, so und dann beide auseinander machen. Wieso meinst du das nicht, ne? Ich meine, wenn ich das linke verändere, komme ich jetzt zu dem hier. Oder kann ich mal rausgucken währenddessen? Ändert sich da irgendwas? Nee. Okay, was haben wir jetzt? Sehr kryptisch. Okay. Willkommen, Beobachter. Dein Auge wurde geöffnet. Okay, freu dich. Umso mehr du zuschaust, umso besser wirst du sehen können. Suche mehr Signale in dieser Nacht und der Guide wird dir seine Wunder zeigen und leiten. Okay. Haben wir eine neue Seite bekommen? Nee, ne? Wie verändert man das linke? Nee. Vielleicht geht es nicht um die Position von Dingern hier. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen rumprobieren. And now back to only Father knows. Son. Let me tell you what it means to truly be a man. Okay. Being a man, okay. Son, means never showing emotion, with the exception of violent rage. Okay. Being a man, son, means you gotta put on real big shoes. Not clown shoes, though. Not like clown shoes. Clowns aren't real men. Okay, Dad. Son, listen to me. Listen to me closely. When you're a man, the President of the United States will come to your house and shake your hand to congratulate you on your manhood. That's how you'll know you made it. Okay. Son, I must confess something to you. The President has never shaken my hand. I'm a fraud, son. Okay. And now, a word from our sponsor. Gosh, it sure is tiring having to stand up and turn the dial anytime I want to change the channel. Ist wieder Werbung für den Fernseher? I can use to change the channel from anywhere, anytime. You're in luck. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Welcome back to Wheel Spin. Let's say it together, everyone. Okay. Soll ich das stoppen? Dreht sich jetzt einfach alle Ewigkeiten weiter. Oh, das wäre fantastisch. Okay. Na gut. Haben wir hier irgendwas? Kann ich rausgucken, wo der Hund die ganze Zeit rumbellt? Nee, kann ich nicht. Okay, dann schauen wir nochmal nach, ob wir vielleicht auch eine von den Kombinationen machen sollen. Jedoch hier oben. Ist das hier ein Tipp? Zweimal hoch. Vielleicht zweimal in Folge hier was finden? Nee, es ist jetzt nicht mehr möglich bei der hier. Okay, dann. Was auf der letzten Seite nochmal zu sehen? Wir machen mal links gerade, rechts nach außen. Nee. Das ist die gleiche News? Today's top story is about one brave little puppy named George. Little George arrived at the doorstep of a local family this morning, barking and yapping his little heart out. Wir haben gerade gehört. Emotion little George was on about? Well, it appeared that George's owner had gone missing a few nights ago, and little George managed to sneak out of his home and tried his darndest to help spread the word. Local authorities are now investigating the missing person, identified as 23-year-old Alice Prairie. All thanks to one brave little puppy
who will be receiving an honorary award from the police chief later this evening. Now that's what I call a good boy. And now, a word from our sponsor. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sich das Gesicht hier ab und zu verändert oder in eine andere Richtung schaut oder so. Oh. Okay, vielleicht ist es später in der Nacht geworden. Auf jeden Fall sieht das anders aus. Amerika, ja. Aber die kann zumindest nicht mehr zurück auf den einen Sender, ne? Okay. Ich habe das Gefühl, viel davon passiert von selbst. What the fuck? Gugu hilft dir dabei, dich an deine kleinen Zeiten zu erinnern. Du bist nichts, du bist einfach nur eine erbärmliche Masse an Fleisch. Du bist klein, du bist geschmolzen. Die schönen Sachen sind außerhalb deiner Reichweite, schmelzend. Du bist Schleim. Gugu bringt dich zurück. Die simpleren Zeiten. Ja doch, hier oben sind die Kombinationen, die wir machen müssen, um das zu bekommen, ne? Okay, ich schätze, wir müssen einfach selber die Sachen finden. Ich glaube, das ist kein Tipp dafür, was wir jetzt machen sollen. Ich glaube, wir müssen einfach rumprobieren. Okay, da komme ich hier irgendwo jetzt dran. Kann ich irgendwas machen? Da stand gerade irgendwas. Was lesen, ne? Ja, das brauche ich nicht. Ich denke mal, geht das? Doch, geht. Okay. Ah, weird, ey. Okay. Wie werde ich los? Jesus. Bin ich raus? Nein. Fuck. Wie werde ich hier los? Hey! Stimmt, ich kann irgendwas mit Leertaste. Ich kann irgendwas machen damit. Okay, wir haben zwei Sachen zu lesen. Und hier ist noch ein Zettel. Okay, Moment. Was ist denn davor? The Feelers. Okay. Kitzelnde Unterhaltung, die dich zucken lassen wird. Die Feelers werden schicken dir eine Einladung, bei ihren Spielereien mitzumachen. Fühl ein Zucken und ein Kitzeln. Es wird ein wundervolles Gefühl an deinen Füßen sein. Ich weiß ja nicht. Okay, hier. Zweimal hoch, dann links und dann hoch. Okay, ist wirklich eine Kombination von Sachen? Blabber. Okay. Spaßige, nachvollziehbare Konversationen, die aus einem Mund herauskommen. Okay, hör gut zu. What the fuck? Red einfach... Also, es redet über alles, genauso wie ein persönlicher Begleiter es in einem Laden für Wasserbohnen tun würde. Nimm dir deine Zeit für Blabber. Soll ich dich abschießen damit? Ich weiß nicht. Okay, können wir die lesen jetzt? People waggle through. Das ist wieder Bullshit, oder? Moment. Okay, jetzt war der gleiche Scheiß. Es ist normal, Angst zu haben, Watcher. Okay, aber sie tun uns nicht weh, um uns zu bestrafen, sondern um uns etwas beizubringen. Lerne es, sehe sie. Du bist auf dem richtigen Weg. Sure. Manchmal sieht man da ganz kurz was. And now back to Cave Family. Cave Wife, where'd you put my cave keys? I put them in the cave kitchen, Cave Husband. Flintstones. Cave Wife, did you clean the cave kitchen? I did, Cave.
Was von hier? Das ist okay für eine normale Sendung. Schöne Rechte. Genau. Ich finde es sehr schwer herauszufinden, was für Kombinationen man hier machen muss. Ich glaube, man sollte einfach rumprobieren. Das ist die normalen Sendung wieder, ne? Ja, ja. Aber ich meine, das hat sich verändert. Also was kriegen wir bei... die Quiz-Sendung? Ich guck mal kurz nochmal, ob hier irgendwas Neues hinten steht oder sowas. Ach, das Ding. Gugu. Vielleicht sollen wir doch mal die Kombination hier probieren. Gleich. Hello, folks. I'm Humphrey Winters and this is Brain Tease, the show where contestants engage in a game of wits to win cash and prizes. We're here today with Phil, an accountant from Minnesota. Let's get into it. Contestant, your first question is... What cereal is known for making you crunch, crunch, crunch all morning long? Cookie Crunch? I'm sorry. The correct answer is Sugar Munch. Not a great start, Phil. Let's see if you can get the next one. Which famous CEO suddenly disappeared in 1962? Howard Hinneker? That's correct! Okay, irgendwas ist mit diesem Hinneker. Das ist Hinneker TV System. Der Hinneker hat auch auf dem Mond irgendwas gefunden. So, okay, was ist die Kombination, die wir ausprobieren wollten? Wir wollten... Okay, dann machen wir das einmal so. Ach, 1, 2, 3. Sollen wir 1, 2, 3, 4? Ist das die Kombination, die wir vielleicht probieren sollten? Wir lassen auf dem Sender 1 die Stellung. Dann fürs zweite machen wir das. Kann sein, ja, es kann sein, dass du gedacht hast. Dann machen wir jetzt einmal nach rechts, gehen auf Sender 3. Und dann gehen wir für 4, waren beide außen, ne? Wahrscheinlich ist das nichts damit, aber... Nee. Vielleicht andersrum? Vielleicht bleiben wir auf Sender 1, machen es jetzt so, switchen und ändern dann die Position. Oder was war das nächste? Bald zusammen, okay. War ich jetzt falsch? Fuck, ey. Ich glaube nicht, dass das ist sehr clunky. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Nee, das Dreierding ist immer der normale Sender, ne? Ich reihe das System noch nicht ganz. Oder müssen wir... Hier ist auch nur eins oben. Es kann ja gar nicht sein, dass das eine Kombination sein soll. Zweimal beide hoch, dann links hoch. Die Dinger will ich aber gar nicht wieder haben. Das muss nicht sein. Kommen wir dahin nochmal zurück. Ist die Frage. Kann ich an dem Fernseher irgendwas machen mit diesem komischen Schuss? Glaube nicht. Lass mir das auf der 1 haben und auf der 2. Nein. Es kann doch wirklich sein, dass das gar keine Tipps sind, wie wir da hinkommen, sondern einfach nur, wie wir es einmal geschafft haben. Vielleicht kann man gar nicht mehrmals zum gleichen Sender. Ja, wir müssen noch voll viele Möglichkeiten haben, Sachen zu finden. Ja. Oh. Wieso? Okay. Er lacht für die ganze Familie. Mach mit Besel mit jede Nacht und ihr werdet zusammen Spaß haben. Okay, falls du keine Zeit für Besel haben solltest, wird Besel sicher Zeit für euch schaffen. Danke, Besel. Du bist der Beste. Wo kommst du? Bist du draußen? Nee. Okay, ich glaube, ich muss einfach viel rumprobieren und wahrscheinlich auch ab und zu einfach ein bisschen warten, bis was Neues passiert. Vielleicht sollte ich gar nicht selber Rätsel lösen.
Gerade, gerade, links, gerade. Doch, das ist die Position, die ich auf jeden Fall jetzt gemacht habe. Okay, ich muss Kombinationen ausprobieren, die ich noch nicht probiert habe. Und dann wahrscheinlich einfach die Sender durchswitchen. Na gut, vielleicht ist ja die nächste Kombination irgendwas hiermit. Ja. Jesus Christ. Okay, okay, was ist mit euch? Kazoo so. Oh nein, nicht Kazoo. Was ist das für ein schrecklicher Sound? Das muss Kazoo-Zeit sein. Okay, diese Form ist eine der besten Audioerfahrungen. Okay. Geräuschlandschaften für ein ungeborenes Baby, um die ganze Nacht zu tanzen. Boah, ey. Wo kommt das? Mhm. Okay, das war... Ich verstehe nicht, was diese 3 bedeuten soll, also die 3 Striche. Aber das können wir ja nicht machen. Okay. Das ist... Oh, das Spiel ist sehr komisch unheimlich. Wie wär's mit dem jetzt? What the fuck? What? Watch your head. Some signals can affect the environment. Ja, das haben wir gelernt. Aber wir behalten unser Wissen von vorher, oder? Ja, behalten wir. Okay, was war das? Ne, die sind weg. Okay, okay, also... Die Sachen in der Wand sind weg. Okay, Moment. Das eine hatten wir so. Und dann... Das ist ein sehr schräges Puzzle-Game. Kommt die wieder? Ja, die kommt wieder. Okay, also wenn das nächste Mal die Decke runterkommt, sofort umschalten, schätze ich. Haben wir die Hand jetzt wieder bekommen? Ich glaube, die hatten wir eben auch schon. Oh. Okay, haben wir den auch wieder. Warte, wo hat es denn jetzt den Progress gespeichert? Ich bin sehr unsicher. Höhe! Okay. Aha, okay. Beasel, den hatten wir eben schon, ja. Dann... Sind die Dinger wieder? Ja, okay. Okay, ändern, ändern, ändern. Eieiei. Nein, 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 nein. Jesus Christ. Und die Sachen werden echt gefährlich. Shouting One. Okay, die stillen Schreie lassen den Tag vergehen. Fühle starke, rohe Angst tief in dir. Lass es raus, lass es dich bewegen. Du wirst zu dem, wovor du Angst hast. Schrei so laut du kannst. Aber Geräusche nicht. Es ist fast Zeit, aber noch nicht. Schreie jetzt oder schreie nie. Mhm. Sind das die Flathead? Flathead lässt das obere fallen. Genieße die Geräusche von Tops, während sie hinuntersteigen. Du kannst auch ein Flathead sein. Okay, sing den Song. Crumble, 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 crumble. Ich finde es aber auch cool, wie das nicht mehr hochgeht.
Das heißt, die Schäden, die man sich halt macht mit dem Scheiß, sind einfach permanent, glaube ich. Ich muss echt schnell reagieren. Okay, was ist mit den Rissen in der Wand? Nee, nicht der. Nee. Wieso? Watch's Eye. Okay, nee. Achso, die Risse in der Wand von der Decke gekommen? Wahrscheinlich, ne? Aber jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen wieder... Geh weg! Nicht ihr, nee, nee, nicht ihr schon wieder. Okay, haben sie resettet? Weg, weg! Das ist ein schräges Spiel, ey. Okay, deine Augen passen sich an. Du siehst so, wie du sehen sollst. Verliere nicht den Glauben, Watcher. Sure. Chili contest has been canceled. We received the news this morning, as the West Acre Mob Council informed us that due to another unfortunate disappearance, there would no longer be enough qualified chili tasters to judge the entries. The West Acre Mob Council is currently on the lookout for potential replacements with the right qualifications, but such talents are hard to come by on such short notice. A sad day for chili fans everywhere. Nicht genug Chili Tester. Okay, wir verlieren auf jeden Fall den Kontakt zum normalen Fernsehen. Das kurze schwarze Bild immer. Ich glaube, es ist nur der Fernseher, der aus ist, aber es sieht jetzt ein bisschen unheimlich aus. Schöne Sache. Dass man nicht so viele Möglichkeiten hier drin hat, macht es sehr interessant. Wenn man wirklich einfach die drei Sachen, die man machen kann, immer wieder ausprobiert. Und es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wie das Spiel funktioniert, was sehr gut ist in dem Kontext hier. Ich glaube, sonst wird es auch sehr schnell nicht mehr unheimlich sein. Weil die Sachen funktionieren halt manchmal, manchmal nicht. Naja, das ist... Sollen wir nochmal die Position hier ausbilden, die gesagt wird? Okay, beide auseinander. Macht er mir Damage? Drum. Ah, der heilt mich. Okay. The Bug of One and Only. Humdrum möchte das Böse in deinem Körper wieder gut machen. Okay, lass die fleischige Frucht wieder aufblühen mit diesem Hamm. Also mit diesem Summen. Okay, danke, Dude. Du bist der Beste. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hau weg! Weg. Ich glaube, es kommen mehr, wenn man es öfter macht. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ich sehe nichts. Okay, heil mich bitte. Dankeschön. Sweets. Okay, mach Zeit für Gedanken mit Sweets. Denk an das Undenkbare, an das Unwissenbare. Okay. Mach die ungehörten Wünsche zu denen innerhalb des Nebels. Dein Wunsch ist wahr geworden. Sweets weiß, es wird es nicht, aber... Also der Wunsch wird nicht wahr. Aber Sweets kann nicht gestoppt werden. Sweets muss wünschen. Wünsch weiter, wünsch weiter. Well.
Piss dich. Piss dich. Warum kommen wir von euch? Kommt ihr jetzt permanent? Tut mir das nicht gut? Ja, ja, ich will ja. Ich will ja. Ich guck mal nach. Die Tage werden kürzer, wenn die länger Nächte. Wenn die Nächte länger werden. Der glorreiche Nebel kommt, um die Gläubigen, die Glaubenden zu holen. Suche nach mehr Signalen. Lass dein Wissen wachsen. Die immerwährende Nacht ist kurz vor uns. Schön, freue ich mich aber. Jesus. Ich finde, das Spiel verkörpert auch sehr gut das Gefühl, was man wirklich als Kind oder junger Teenager hatte, wenn man mitten in der Nacht irgendwelche komischen Sendungen im Fernsehen gesehen hat. Okay, was? Wir haben einige. Hi. Soll ich jetzt vielleicht zu dem gehen? Kann ich nochmal zurück zu dem? Das ist dieser Blubber-Typ, ne? Biesel. Gerade links. Ne, ich kann nicht mehr zu dem. What happened? Ich hab's doch die Decke, oder? Nee? Ich hab keine Ahnung, Mann. Das ist der, der die Wände kaputt macht, glaube ich. Oder? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ganz schlecht. Quarkers, quark, quark, quark. Es ist Quarkers. Der ganze Mund voller Brot. Crystal Crunch of the whole family. Ja, ja, ja. Ah! Jesus! Fuck off! Okay, ich glaube, die kommen jetzt einfach immer wieder. What the fuck? Holy shit, geh weg. Ich muss den Sender umschalten, dringend. Okay, heilen ist gut. Werde ich den damit los? Oder muss ich den zerdrücken mit der Decke? Das wäre aber hart jetzt. Das wäre sehr viel verlangt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich schalte einfach ein bisschen rum. Ich glaube, das ist dieses Sweets-Ding. Keine Ahnung. Ich glaube, den kann ich nicht loswerden. Okay. Watcher, Night is upon us. Okay, die Zeit ist nah. Die Nacht des Beobachters ist nah. Heute werden die Gläubigen gerettet. Okay, finde die restlichen Lücken in deinem Wissen. Ja, okay, such das Signal, die Signalweisheit in ihrer
in ihre Ganzheit. Und du wirst auch vielleicht das ewige Glück des Nebels erfahren. Aha. Es ist schräg, ich glaube, wir haben es fast durchgespielt. Ich habe immer nicht genau verstanden, was man denn machen muss. Ich meine, ja, Kombination von diesen Dingern. Aber es ist halt echt überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man diese Kombination erschafft. Muss man die Dinger machen und dann umschalten? Oder muss man umschalten und dann die Dinger einstellen? Oder musst du einen gewissen Sender haben dafür? Ich glaube auch, man muss irgendwie immer eine gewisse Zeit warten, also bis man überhaupt was erreichen kann. Ich probiere einfach rum, so viel es geht. Und man kann auch nicht mal den Fernseher ausschalten oder so. Das heißt, man kann nicht mal einen Sender einstellen, ausschalten und dann anmachen. Guck mal. Das kam aus dem Nichts. True Gaze. Oh Gott, okay. Okay, Gaze gibt Sicht für die Beobachten. Für die Beobachter. Lass Gaze in dich hineinschauen. Okay, Gaze gibt den Augen die Stärke, um zu erfüllen. Okay, sei erfüllt und suche das neue Wahre. Fühle die Nähe zum Nebel und freue dich. Oh, guck mal hier, das Bild hat sich richtig. Kann ich hier durchgucken? Nein. Oh Gott, die gucken überall durch. Soll ich rausgucken jetzt? Nein. Soll ich umschalten? Ne, den mag ich nicht. What the fuck bist du? Skelly Welly. Okay. Okay. Skelly ist gut zu deinen Knochen. Fühl deine Knochen. Höre ihnen zu. Sie sehnen sich nach der Erde und Skelly Welly will dir dienen. Skelly gibt das Geschenk des Bodens, also der Soil im Sinne von halt Grundboden, halt wirklich die Erde, wo man halt sich auch begraben würde, wo man irgendwas drin wachsen lassen würde. An alle Beobachter, die es sich wünschen. Wünsche nach deinen Knochen. Ich schätze, du bist nett. Fuck off, Mann. Der Tisch ist kaputt, wie schön. Night Orb. Erzähl's, wie es ist. Das ist die Motivation von diesem heiligen Orb. Okay. Siehe, das Licht des verbotenen Wissens. Fühle die Vibrationen auf deinem Schädel. Wisse, dass es Wahrheit in deinen Sinnen ist. Okay. Behalte die Geheimnisse tief in deinem Gehirnloch. Nicht du schon wieder. Ach, vielleicht kommt er, wenn der an der Tür ist und wir irgendwas nicht machen oder so. Vielleicht müssen wir auf seinen Sender schalten, wenn er an der Tür ist und dann verschwindet er. Ich habe keine Ahnung, Mann. Nein, nicht du schon wieder, Mann. Das ist richtig stressig. Geh weg. Oh nein, falsch. Das Schlimme ist halt auch, dass man immer wieder zum Fernseher muss, um umzuschalten. Fucking hell, kann ich dir was machen? Ich muss in der Nähe vom Licht bleiben? Ich habe keine Ahnung. Okay, die Risse in der Wand kommen auf jeden Fall immer, nachdem die Decke kurz runtergegangen ist. Das ist nicht was Eigenes, glaube ich. Hör auf zu lachen.
Bewegt sich das Licht, wenn ich in der Nähe bin? Keine Ahnung. Nee, dann mach ich nichts mehr. Kann ich Decker wieder hochbekommen irgendwie? Gibt's einen, der mein Haus wieder repariert? Habe ich nicht drauf geachtet. Ich meine, ich gehe mal davon aus, der darf mich nicht berühren, ne? Ich weiß es halt nicht mal, aber... Ich komme zu oft aus Versehen immer wieder auf die Scheiße hier. Ich glaube, ich bin noch gerade in einem Loop drin, wo es schwer ist, davon wegzukommen. Nein! Oh, fuck my life. Okay, ich muss vielleicht einfach ein bisschen warten. Habe ich es berührt? Vielleicht muss ich das Licht runterdrücken damit? War das richtig? Vielleicht war das gut. What am I doing? Ich weiß nicht, was das mal für ein Geräusch ist. Ist es heilen? Ja, aber auch Gegner. Licht? Nee, das Licht berührt. Ich weiß nicht. Die Regeln von dem Spiel sind so kryptisch. Es funktioniert aber echt gut. Hilfe! Noch irgendwas? Okay. Okay, ich schätze aber mal, wenn die Viecher kommen, ist das ein gutes Zeichen. Soll ich dann irgendwas machen? Oder kommen die einfach in regelmäßigen Abständen? The final sign is now. Hubs weiß, was das Beste ist. Er ist der einzige Hubs. Der Boden, auf dem du läufst, ist langsam, schwach, gooey. Oh Gott, okay, wir müssen umschalten. Jetzt können wir nicht schnell laufen. Oh Gott, ja. Sind wir klein, das ist nicht so gut. Nein, nicht der. Jesus Christ, Mann. Ich trau dem nicht. Ich kann nicht schießen. Schlecht. Okay, vielleicht muss ich nur am Leben bleiben, bis irgendwas passiert ist. Skelett die ganze Zeit im Hintergrund, ey. What the f-
Von dem wir eben erzählt, von dem Chili-Wettbewerb. Okay, what? Man muss sagen, die sind konsequent. Die hatten auch in Home Safety Hotline am Ende ein Finale mit Schauspielern. Hier auch. Aber ich finde, hier hat es besser gepasst mit den Schauspielern. Das ist so overwhelming. Okay. Goddammit. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dem Style der Entwickler. Die haben was ganz Eigenes und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt als drittes Game machen werden. Das Skelett in die Fresse halten. Okay. Holy shit, das war viel. Was ist Artbook? Das ist vielleicht ganz interessant. Twilight Zone trifft's, ja, es ist sehr ähnlich. Okay, cool. 1995 Point-and-Click-Adventure per Inkscape called The Dark Eye. Use stop-motion puppets to represent all human characters. Okay. Das war das hier anscheinend. Das ist interessant zu lesen. Clay Guy. Das ist interessant zu lesen. Ich skippe mal ein bisschen durch, dann könnt ihr hier pausieren, wenn ihr wollt. Das ist cool. Ich würde mir wünschen, dass mehr Spiele sowas machen würden. So mehr oder weniger eine Erklärung. Das ist cool gemacht. Das hat sehr viel von der Lore erklärt, warum sie halt so designt sind, wie es halt im Endeffekt geworden ist. Aber ey, okay, das war ein ganz eigener Vibe und überraschend stressig. Einfach für die Sinne sehr overwhelming gegen Ende, wenn man so viel machen musste. Und vielleicht ist jetzt eine Experience, die nur ich hatte, oder vielleicht habe ich einfach die Grundmechanik nicht ganz gerafft, wie man die Sender umschaltet. Aber ich glaube, das sollte auch so wirken, als ob man es nie ganz versteht und nie so ganz wirklich Einfluss drüber hat. Oder Kontrolle darüber hat, genau zu verstehen, was man denn exakt machen muss. Ich meine, irgendwie hat es ja offensichtlich funktioniert. Einfach ganz viel rumschalten und probieren. Vielleicht habe ich es mir dadurch schwerer gemacht oder so. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die Gegner selbst gespawnt habe und so. Aber das ist eine Sache, die das Spiel verdammt gut gemacht hat, weil Horror. Das ist ein super altes Beispiel dafür. Boah, dass ich jetzt super alt sage und jetzt auf FNAF komme. Wir sind alle sehr alt. Wir sind alt geworden, Leute. 2015, 2014 war FNAF 1, glaube ich, ist lange her. 10 Jahre. Goddammit. Okay, auf jeden Fall, das Problem bei FNAF zum Beispiel war halt immer, dass sobald man die Mechaniken versteht, ist der Horror mehr oder weniger komplett weg, weil das dann einfach nur eine Abfolge von Gameplay-Mechaniken ist. Da hat das Spiel natürlich dann den Vorteil gehabt, dass die Challenge dann viel gemacht hat. Aber das hat das hier sehr interessant gemacht. Falls ich hier exakt nachvollziehen könnte, wie ich diese Sender umschalte und einfach nur bestimmte Kombinationen hinbekommen würde, dann würde es für mich wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut als Horrorerfahrung funktionieren, sondern einfach nur einen Check. In welcher Reihenfolge mache ich es am smartesten, um keine Gegner zu spawnen, um nicht die Decke auf mich runterfallen zu lassen und so weiter. Dadurch, dass ich jetzt keine Ahnung hatte, welche Kombination was bewirkt oder wann es die bewirkt oder in welcher Reihenfolge ich überhaupt die Dinge einstellen muss und den Sender umschalten muss, blieb es durchgehend unangenehm, unheimlich und sehr uncanny für das visuelle Design und so. Und dieser Kopf, der uns gefolgt ist, der war unangenehm. Der war creepy. Okay, ein sehr schräges Spiel. Sehr schräges Spiel. Ich glaube, für eine Bewertung war es nicht wirklich lang genug, aber es ist eine sehr einzigartige Erfahrung. Ich finde es cool, dass sie hier auch schon was völlig anderes, eigenes, aber man konnte trotzdem so ein bisschen die Handschrift von denen nacherkennen, vor allem mehr mit den Stimmen, weil die, glaube ich, die gleichen Audioeffekte und Filter über ihre Stimmen gemacht haben, wie bei den Prank Calls in Home Safety Hotline, da waren sie da noch ein bisschen extremer. Aber cool, ich bin gespannt, was das Team als drittes macht. Ich meine, die haben nur die beiden Games gemacht. Ich gucke nochmal nach, aber ich bin mir sehr sicher, die haben nur die beiden Games gemacht. Da. Ja. Ja, vor 1,5 Jahren haben sie das gemacht. Please insert disc. Oh, das ist das nächste Game, was sie ankündigen. Ist noch nicht draußen. Okay, ja, die beiden.
Night Signal Entertainment Bundle. Warte, das Ding ist bewertet? Ne, das ist nur das Bundle. Okay. Okay, man muss aber sagen, für 8,20 Euro ist Night Signal brutal teuer. Weil wie lange war das jetzt? 40, 50 Minuten? Wahrscheinlich kannst du um 30 auch durch, wenn du es richtig machst. Aber hier ist das nächste Game von denen. Coole Idee. Puzzle Horror Game, what navigating eine Konsole aus den 2000ern. Oh, komm hier, das ist das PS2-Menü. Ein bisschen inspiriert davon. Okay. Die haben echt kreative Ideen. Die haben richtig kreative Ideen. I like it. Komm, Wishlist. Instant. Stark. Stark, stark, stark. Ich mag die. Night Signal Entertainment. Ist ein gutes Team. Ein sehr gutes Team. Ich bin gespannt, was sie noch in Zukunft machen werden. Das Please Insert This Thing da sieht fantastisch aus. Von der Idee her, vom Konzept her. Vielleicht ist es... Es wird genauso weird wahrscheinlich wieder und unangenehm zu spielen und seltsam und starkes Worldbuilding. Man muss... Die sind wirklich Top-Klasse, was Worldbuilding angeht. Die haben jetzt in beiden ihren Spielen sehr wenig der Umgebung erklärt. In Home Safety Hotline ist es nochmal weit besser als hier. Aber hier ist es auch sehr gut gemacht. Das ist einfach nur durch indirekte Nachrichtensendungen, durch indirekte News und sowas, die komplette Welt skizziert wird. Und ich glaube, es gab hier auch wieder irgendeine B-Story. Das haben sie schon in Home Safety Hotline gemacht, wo einige von euch sehr smart bemerkt haben, dass, ich will es euch nicht spoilen, falls ihr Home Safety Hotline noch nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt an, weil das hat eine geniale Welt erschaffen und geniale, subtile Stories im Hintergrund erzählt, die, nicht dem Spieler direkt erklärt werden, sondern die man auffassen kann, dann merkt, hey, da ist ja noch mehr hinter, als man am Anfang gedacht hat. Weil so ein paar halt Stories durch Nebensätze mal erklärt werden, die nichts mit der Hauptstory zu tun haben, aber die dem Ganzen dann noch mehr Kontext und noch mehr unheimlichen Faktor geben. Ich glaube, hier haben sie das auch so gemacht. Ich habe es noch nicht ganz gerafft, aber ich glaube, dass mit dem Chili-Ding zum Beispiel, es wurde erwähnt, dass manche Leute immer wieder verschwunden sind, zum Beispiel die Chili-Tester und sowas. Ich glaube, das kann man jetzt in verschiedene Richtungen deuten. Ich meine, das Naheliegendste ist halt, dass einfach die Leute hier irgendwie vielleicht Kontrolle über die Fernsehfirma übernommen haben oder so oder rausbekommen haben, dass man über verschiedene Sender was machen kann und dann andere Leute dazu gebracht haben, halt die Sender umzuschalten. Oder dass dieses ganze Chili-Ding, was ein paar Mal in den News da erwähnt wurde, irgendein Event von denen hier ist, schwer zu sagen. Ich glaube, wir hätten dafür irgendwie alle News-Sendungen durchschauen müssen. Weil ich glaube, dadurch wurde ein Großteil der Hintergrund-Lore so ein bisschen angedeutet. Aber falls jemand von euch eine richtig coole Idee hat, wie das vielleicht alles zusammenhängt innerhalb der Story hier, schreibt es gerne natürlich immer in die Kommentare. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so deep wie bei Home Safety Hotline, wo es fantastisch umgesetzt war. Wirklich fantastisch. Aber hey, ist doch cool. Wenn ich es bewerten müsste, wäre es so um eine 7, 7,5 vielleicht. Gegen Ende wurde es halt dann doch ein bisschen stressig, annoying, einfach die ganze Zeit die Sender umzuschalten, zu gucken, ob irgendwas passiert. Aber ey, eine gute Idee, gut umgesetzt. Ich würde es empfehlen, aber verständlich, dass sehr wenig Reviews hat, wenn der Preis ist schon sehr hoch für eine einmalige Erfahrung. Ich würde das nicht nochmal spielen wollen oder so oder irgendwas anderes machen. Ich habe es halt nicht mehr Achievements, also es gibt nicht wirklich einen Grund, irgendwie nochmal was zu machen. Aber das war Night Signal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal, Leute. Euer Crafted. Bye-bye.